Zu Underwater kann man sagen, das ist eigentlich der elektronischste Song auf der Platte. Wir haben hier viel mit Soundeffekten gearbeitet und das ist für mich so die Nummer, die so den meisten R&B-Touch hat auf der Platte. Also es sind viele Nummern drauf, die R&B-Touch haben, aber Underwater ist wirklich so, ja, die strahlt das aus, worum es in dem Song auch geht. Also die Musik und Text passt wieder super aufeinander. Das sind so diese dunklen Momente im Leben, wo man glaubt, irgendwie man kommt nicht raus. Aber das ist diese schizophrene Art schon fast. Man kommt doch raus und dann denkt man wieder nicht und dann doch. Und es ist immer ein Hin und Her. Das ist ein wahnsinniger Song, wahnsinnig stark vom Text her.